Willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods, allein in der Wildnis. Du siehst gerade schon, dass ich im Moment nicht mehr am Friedhof bin, sondern mal eben einen ganz kurzen Abstecher zurück in unser Haus gemacht habe. Denn ich habe mir mal so ein bisschen was angeguckt, was ich gerne noch hätte. Und zwar, ich habe hier schon ein bisschen rumexperimentiert, man sieht das hier schon. Die Gruft war auch ein bisschen sehr dunkel, wir wollten wieder ein bisschen hier in freundlichere Gefilde kommen. Candle, 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 wo sind diese Kerzen jetzt? Genau da. Ich hatte nämlich vergessen, als ich so in der Gruft stand, so ein bisschen alleine, auch ohne Särge, die waren noch nicht da, aber ich habe dann so überlegt, ah, irgendwas fehlt da noch, irgendwas Stimmungsvolles, irgendwas, was richtig cool sein könnte. Das sind Kerzen, und zwar Candelabra oder eben Candelabra mit 3 Kerzen oder mit 5 oder mit einer Kerze nur. Was man dafür allerdings grundsätzlich braucht, sind Wrought Iron Nugget, also praktisch dunkles Eisen. Das Ganze auch als Barren. Aber um diese Art Kerzen herzustellen, brauchen wir Wachs und Fäden. Das sind also nicht diese Kerzen, die ich hier im Inventar habe. Wir haben ja auch diese Kerzen hier, weiße Kerzen aus Pam's Harvestcraft. Die können wir dafür nicht verwenden. Übrigens, ich muss mich heute ein bisschen entschuldigen. Meine Stimme ist völlig im Keller eigentlich. Es ist jetzt gerade in einer... Sie ist jetzt gerade in einer halbwegs guten Phase, aber ich bin total erkältet. Man merkt es vielleicht auch, die Stimme klingt ein bisschen anders. Ich hoffe, dass ich diese Folge jetzt durchstehe und dass ich dir das zeigen kann, was ich eigentlich zeigen möchte. Denn ich möchte jetzt erstmal diese Kerzen herstellen, damit wir die wirklich für eine stimmungsvolle Gruft dann auch haben. Dafür müssen wir Wax herstellen. Es gibt verschiedene Arten von Wax, also Wachs, Vegetable Wax, Normal Wax, was war noch? Ja. Irgendwas anderes noch. Man kann auch Bienenwachs herstellen. Einige Sachen haben wir hier auch schon. Man sieht das. Hier oben ist Wachs. Und am einfachsten, ich habe das gerade schon mal mit den Zutaten so ein bisschen gecheckt, können wir eigentlich diesen... Wie heißt der jetzt? Vegetable Wax herstellen. Das ist am einfachsten. Und dafür brauchen wir... entweder Speiseöl oder... Vegetable Oil. Und Vegetable Oil ist für uns am einfachsten, weil wir dafür zum Beispiel Kokosnüsse, Cashewbohnen, Sojabohnen, Walnuss, Pfirsiche, Teesamen brauchen oder eben auch Mais, hat man gerade gesehen. Mais zusammen mit der Saftpresse und ein paar Glasflaschen. Daraus können wir das entsprechende Oil herstellen, das als Grundlage für unsere... Ich nehme jetzt mal ein bisschen Glas daraus, damit wir erstmal ein paar Glasflaschen haben. Das wäre dann quasi die Grundlage für dieses Öl, was dann wieder Grundlage als Wachs dient, was dann wieder Grundlage für die Kerzen ist. Und die Kerzen müssen dann halt trotzdem auch nochmal weiterverarbeitet werden. Also die Kette ist da schon sehr, sehr lang. So 12, einmal können wir noch. Dann haben wir nochmal 3 Flaschen, dann haben wir 15 Flaschen insgesamt, müsste eigentlich reichen. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Dann Saftpresse mit... Mais zusammen und mit den Glasflaschen zusammen ergibt Vegetable Oil. Und das nicht ganz wenig, denn 15 mal Vegetable Oil, das ist schon recht cool, um daraus dann auch Wachs herzustellen. Jetzt muss ich gerade mal eben gucken, wie stellt man den Wachs an sich jetzt nochmal her. Genau, man muss das ganze Ding in den Ofen schmeißen, wenn ich das richtig sehe. Eigentlich könnten wir noch ein bisschen mehr herstellen. Wir haben so viel Glas, wir haben so viel Flaschen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, lass uns mal so ein bisschen Öl herstellen, damit wir einen Vorrat haben und nicht immer wieder davon anfangen müssen. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind. So, hier fliegt auch noch was rum. Aber das ist also schon eine relativ lange Kette, die wir hier abarbeiten müssen, damit wir das haben, was wir wirklich haben wollen. So, Glas, da haben wir noch ganz viel Glas. Wir stellen jetzt erstmal... ordentlich Glasflaschen her, wenn wir das denn hinkriegen. Wie gesagt, heute kann ich alle Ungeschicklichkeiten entschuldigen. Ich bin erkältet. Ich bin erkältet. Wenn ich ungeschickt bin, dann ist der Grund immer, ich bin erkältet. So, 15, 63 Glasflaschen. Boah, jetzt sind wir erstmal, wir haben nämlich so viel Mais oben. Wir können so viel Mais da verwenden. Oh, jetzt ist auch mal wieder Tag. So, eben mal ganz kurz rausgehen. Genieße jetzt noch die Helligkeit, genieße die Freundlichkeit, genieße die Farben auf den Feldern, denn es geht gleich wieder in die Gruft. Da müssen wir wieder hin. Ach, diese Weihnachtskränze müssen wir auch irgendwann mal wieder abnehmen, ne? So ganz aktuell sind die auch nicht mehr. Weihnachten ist vorbei. Da, 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 da. Wo haben wir denn den Mais? Da. Wie viele Mais haben wir denn eigentlich noch? 5 mal 16. So, dann erstmal schön was raus, damit wir auch mal wieder auf unsere Felder gehen können. Um dort fleißig abzuernten. So, jetzt gucken wir mal,
Und war dann hier unser Crafting Table. Da haben wir einen, wo der Toaster drauf steht, so ein bisschen getarnt. Saftpresse, jede Menge Flaschen, jede Menge Mais und jede Menge Öl. 31. Haben wir nämlich endlich mal ein bisschen was auf Vorrat und müssen nicht immer neu produzieren, auch wenn wir uns nochmal als Koch versuchen sollten. So, 63, 64 mal Öl, das ist total gut. 14 Flaschen sind über. Saftpresse wieder nach oben, die brauchen wir vorübergehend erstmal nicht mehr. Weg damit. Und mit dieser Saftpresse sag ich schon, mit diesem Wax. Das schmeißen wir jetzt in den Ofen. Gehen wieder in den Keller, alles in den Ofen. Hätten wir jetzt auch oben in der Küche machen können, da haben wir ja auch noch Öfen da. Aber wir schmeißen das jetzt erstmal alles. Ja, es funktioniert auch. Ich würde das gerne sogar noch ein bisschen teilen. Ich würde jetzt gerne nicht alles zu Wachs verarbeiten, sondern so eine kleine Ölabteilung hier vielleicht anlegen, bei uns im Keller. Ich weiß allerdings noch nicht wo. Wie gesagt, mit dem Platz wird es ja dann auch nicht besser. Das ständige Thema, immer präsent, immer Thema bei uns mit dem Platz. Moment mal. Weißt du was? Wir können das doch auch oben in die Küche packen. Öl gehört in die Küche, das müssen wir gar nicht hier unten reinpacken. In der Küche ist doch noch Platz. Wir haben doch noch Platz in der Küche. Sowohl hier, naja, hier eigentlich nicht mehr, da hinten wäre noch ein bisschen Platz, aber ich würde das gerne ein bisschen näher hier haben. Da könnte man zum Beispiel noch, aber wenn, dann wäre es vielleicht ganz cool, so eine geschlossene Ölabteilung zu haben. Wir haben überhaupt noch kein Öl hier gelagert. Weder Pflanzenöl noch sonst irgendein anderes Öl. Olivenöl, sonstiges Speiseöl, was es da alles noch gibt, ich weiß es gar nicht. Aber dafür haben wir noch keine Plätze. Und deswegen fangen wir einfach mal hier damit an, legen das hier rein, die Fächer. Ich denke gerade an den Schlüssel hier. Wir könnten die jetzt auch schon abschließen, aber ich glaube, das lassen wir erstmal. Obwohl, ist auch egal. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen Zeit totschlagen, damit da unten das Wachs erstmal produziert werden kann. Wir gucken uns das auch gleich nochmal an. Aber das müsste eigentlich sehr gut funktionieren. Und wenn wir den ganzen, das ganze Wachs dann haben, das ganze Wax, dann können wir auch... Weißt du, was wir zwischendurch nochmal machen könnten? Wir könnten zwischenzeitlich... Während das ganze Zeugs da unten im Ofen vor sich hinschmort, hier mal eben aufs Feld laufen und mal gucken, wie die Kakteen gewachsen sind. Denn wir wollen ja immer noch grünen Farbstoff haben. Oh, jetzt hänge ich hier am Postkasten fest. Grünen Farbstoff, grünen Farbstoff. Da hinten sind die Kakteen und sie sind sogar ein bisschen gewachsen. Da gehen wir nochmal eben hin. Wieso auch nicht? Bei der Gelegenheit wollen wir das hier nochmal ein bisschen ausweiten. Wir haben ja unsere Felder lange vernachlässigt. Oh, sag mal. Nicht immer die Sachen essen, die ich abernte. So, Pastinake. Ach, immer dieses Verarbeiten zu Samen. So, es geht erst mit den Samen auf der Erde. So, das ist auch Pastinake. Was war das denn jetzt? Ach so. Ja gut. Also Pflanzen und Samen, alles mitgenommen. Natürlich füllt sich unser Inventar jetzt wieder unfreiwilligermaßen, weil wir jetzt alles wieder hier einsacken müssen. So, was haben wir denn hier? Artischocken. Auch die nochmal eben kurz verlängert hier von der Reihe her. So, noch hält meine Stimme stand. Ich hoffe, sie tut es weiterhin. Das kann auch nachher in der Gruft ein Vorteil sein mit dieser Stimme übrigens. Weil dann klingt sie etwas dunkler als sonst. Und ist etwas gruseliger. Vielleicht, weiß man nicht. Vielleicht. So. Was war das jetzt eigentlich? Gewürze? Gewürzpflanze? Steckrüben. Ach, wie lecker. Also mir war teilweise gar nicht mehr bewusst, was wir hier eigentlich alles haben. Das ist schon enorm, was wir hier an Sachen angepflanzt haben. Und wir haben immer noch Platz. Das heißt, sollten wir noch mehr Sachen finden, müsste ich natürlich vorab immer abchecken, habe ich das eigentlich schon. Aber es ist schon ganz cool, diese ganzen Sachen hier zu haben. So. Und, oh Wunder, mit dem goldenen Schlüssel hauen wir jetzt den Kaktus platt. Aua, lass uns ein paar Mal stechen, weil wir ja masochistisch veranlagt sind. Naja, also das das meiste ist es jetzt nicht, was wir abgeerntet haben. Aber... Au! Steht der Tropfen hüllt den Stein, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich glaube, jetzt sind wir auch hier fertig. Diese Mehrzeit brauchen wir nicht zu überbrücken. Der Ofen müsste längst fertig sein. Da gehen wir jetzt auch mal eben hin. Ja, Huhn. So, im Briefkasten ist nichts drin.
tue mich immer irgendwie ein bisschen schwer mit dem ganzen Einsortieren der Sachen. Teilweise habe ich das im Keller, teilweise habe ich es hier oben. Eigentlich ist es recht gut strukturiert, aber mit den Samen weiß ich jetzt zum Beispiel gerade nicht, wohin damit. Ich glaube, die haben wir im Keller angesiedelt. Ja, genau. Kakteen müssen auch im Keller sein. Weißt du was, ich schmeiß das jetzt alles erstmal hier rein. Ich habe jetzt echt gerade keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ist überhaupt nicht unser Thema im Moment. Auch die Glasflaschen kommen jetzt weg. Pastinake kommt in eine Küche. Das sind alles so Sachen, die man unfreiwilligermaßen wirklich einsammelt, die man jetzt überhaupt nicht haben wollte, aber trotzdem dann einfach hat. Zurück zu den Öfen. Zurück in den Keller zu den Öfen. Unser Wachs müsste fertig sein. Ach nee, ist noch nicht ganz fertig, aber wir haben immerhin schon 30. Ach, fast fertig. Die Zeit haben wir ja wohl optimal ausgenutzt. Kettle, können wir schon mal gucken, was wir noch brauchen. Wrought Iron Nugget. Das ist dieses dunkle Eisen. Und ich überlege gerade mal so ganz spontan, wo könnten wir das denn wo gelassen haben? Das dunkle Eisen mit den Nuggets. Und da haben wir es ja auch schon. Wie viel haben wir denn davon? 9 mal. Das ist jetzt nicht gerade ganz viel. Nehmen wir mal so, ach, weiß ich auch nicht, 6 Stück erstmal raus. Und davon haben wir auch einige. 1, 2, 3, 4, ach, weiß ich auch nicht. Gut, dass wir so ein bisschen was gesammelt haben, dass wir so fleißig waren in der Vergangenheit. Daraus lässt sich doch jetzt was richtig schön Kerzenmäßiges auch herstellen. Also zurück an den Ofen. Rausholen den ganzen Krempel. Vegetable Wax. Vegetable Wax. Jetzt gehen wir mal hier ran. Und jetzt geht das los. Was stellen wir da mal her? Wollen wir so eine 5-fach-Kerze herstellen? Also richtig einen auf dicke Hose machen in der Gruft gleich. Mit einer richtig großen Kerze. Oder wollen wir eher so eine 3er-Kerze nehmen? Das braucht natürlich insgesamt auch weniger Material, ist klar. Also erstmal brauchen wir diese Kerzen an sich. Da sollten wir auch ein paar von auf Vorrat anlegen. Wo haben wir denn die Fäden? Da sind sie ja. Ne, das sind die falschen. Das sind die richtigen. Was sind das eigentlich für Fäden? Jutefibre. Jutefibre-Fäden. Die wollen wir nicht haben. Wir wollen die ganz normalen Fäden haben. Nehmen wir mal so ein Stack da raus. Wir haben es ja. So, lass mich mal eben kurz überlegen. Die packen wir jetzt da rein. Also alles von dem Wachs möchte ich jetzt eigentlich nicht verbrauchen. Nicht zu viel. So viele Kerzen brauchen wir nämlich gar nicht davon. Lass uns mal irgendwie 16 oder so davon herstellen. So, das reicht. Sonst haben wir wieder zu viel. Und jetzt eine 5-fach-Kerze müssen wir herstellen. Einmal so ein dickes, fettes Ding müssen wir haben, glaube ich. Einfach nur, um zu sehen, wie es dann nachher auch aussieht. Das muss einfach sein. Zack. Zack. Und. Ne, das sind die falschen. Moment, wo sind die richtigen Kerzen? Wir haben jetzt weiße Kerzen und Candle. Garden Stuff und Pam's Harvest Craft. Wir brauchen also die Garden Stuff Kerzen. Zack. Und da haben wir es schon. 4-mal können wir so ein Ding herstellen. Was wollen wir denn mit 4 von diesen Riesendingern? Na gut. 4. Dann. Nochmal so ein Ding da rein. Dann machen wir das nochmal 3-fach. Ah, Moment. Es reicht nicht. Moment. Ah, okay, wir können. Warte mal, wir können ja noch ein paar von diesen Nuggets herstellen. Alles gut. So, jetzt machen wir das mal so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Geht das dann so hier mit diesem 2er-Ding? Da haben wir dann die 3er-Kerzen, auch 4 Stück. Und das. Die einfache Kombination mit. Eisen. Boah, ich glaube, meine Stimme geht gleich weg. Ich glaube, gleich ist es vorbei. Heute ist es sehr, sehr schwierig. Aber auch da muss man durch. Deswegen kann ich eigentlich einfach aufhören, Aufnahmen zu machen. Daran darf es nicht scheitern. So, wie sehen die Kerzen überhaupt aus? Würde ich gerne bei Tageslicht sehen. Erstmal bei Tageslicht. In der Gruft sehen wir sowieso noch bei Nacht. Wie sehen die denn eigentlich aus? So, einfache Kerze. Oh, dieser Platz, es ist fürchterlich. Wie sehen die ganz normalen Kerzen eigentlich aus? Können wir die auch aufstellen? Die können wir nicht aufstellen. Die können wir nur in Verbindung mit diesen Candelabra verwenden. Dann haben wir die 3er-Kombination. Ah, jetzt wird es auch gerade ein bisschen dunkel. Nice. Es gibt übrigens, wo wir gerade von Kerzen sprechen, es gibt eine Kerzen-Mod. Die heißt ATL Craft Candles. Die habe ich vor einiger Zeit gerade vorgestellt. So, das ist der 5-fach mit den 5 Kerzen drauf. Es gibt also eine Mod, die nur für Kerzen da ist, wo es also etliche verschiedene Arten von Kerzen gibt,
die ich halt, wie gesagt, auch vorgestellt habe vor einiger Zeit. Wenn du Interesse hast, guck einfach mal rein. ATL Craft Candles heißt die. So sehen die Kerzen auf jeden Fall aus. Ich weiß noch nicht, welche sich am besten für die Gruft eignet. Wir reißen die erstmal wieder ab. Boah, wieso sind die so schwierig abzureißen? Mit der Hacke geht's dann doch mit Brachialgewalt. Man muss auch ein bisschen aufpassen hier mit den Steinen. Bei so einer Spitzhacke, die alles kurz und klein wämst, geht das dann eben auch recht schnell. So, ich überlege jetzt gerade, ob wir schlafen gehen. Ich glaube, wir machen das nicht. Wir gehen einfach wieder so zum Friedhof zurück. Zusammen mit den Kerzen, allerdings ohne diese Candles. Teilweise wird das Zeug im Überlauf landen, was schon jetzt klar ist. So, hier haben wir Diorit, das packen wir mal weg. Hellgrüner Stein, keine Ahnung, so ein paar Sachen schmeißen wir jetzt einfach mal weg, weil wir das nicht alles mitnehmen wollen. Glas, weiß ich nicht, können wir erstmal behalten. Fäden brauchen wir auch nicht, oder vielleicht doch, ich habe keine Ahnung. Also, wir müssen es ausprobieren. Tatsache ist, wir gehen jetzt wieder zurück. Im Rucksack haben wir noch ein bisschen Nahrungsmittel eingepackt. Ich habe hier noch so ein paar Steaks dabei. Ich denke, das reicht erstmal für eine gewisse Zeit. Und wir machen uns wieder auf den Weg zum Friedhof. Denn wir wollen ja unsere Gruft weiter ausgestalten. Wir wollen ein paar Elemente von DecoCraft dort einbinden. Unter anderem, was das Verlies angeht. Das sollten wir auf jeden Fall versuchen. Und wir sind auch schon da. Und glücklicherweise, kann ich immer nur sagen, glücklicherweise ist dieser Bereich recht gut ausgeleuchtet. Also eigentlich kann hier nichts passieren. Fridolin der Erste, rest in peace. Kennen wir alles. Und wir gehen wieder in die Gruft rein. Ich habe mir übrigens überlegt, ob man diese... Alter. Das ist so unheimlich. Da hinten war gerade ein Creeper. Glücklicherweise, ne? Glücklicherweise haben wir dieses Gebiet hier relativ gut abgeschirmt. Allerdings habe ich gerade so dunkle Erinnerungen, dass wir das nicht hundertprozentig abgeschirmt haben. Dass es irgendwo unter Umständen noch Lücken gibt, wo die Monster reinkommen können. Und sie schleichen um die Mauer und suchen sich ihren Weg, wenn wir Pech haben, durch die Gräber zu uns. Was ich zu der Gruft gerade nochmal sagen wollte, die müssen wir vielleicht auf Dauer noch ein bisschen mehr tarnen. Die ist ein bisschen hell von der Klappe aus. Übrigens weiß ich jetzt nicht, ich habe zwischendurch immer mal so einige Kommentare bekommen, wie fröhlich eigentlich diese ganzen Folgen sind, wie fröhlich das Haus ist, wie farbenfroh die Welt ist und so weiter. Aber es gibt manchmal eben auch Szenen, die halt nicht ganz so freudig sind, die mehr gruselig sind. Und das ist jetzt eben diese Gruft. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen gruselig wird. Was wir auf jeden Fall haben wollen, ist Sargholz. Grün haben wir noch genug da. Das Grün hätten wir eben auch mit den Kakteen noch mitnehmen können. Aber ich glaube, mit dem Grün, was wir haben, kommen wir erstmal aus. Wir können das erstmal alles so weitermachen, wie wir das jetzt haben. So, Kerzen verwenden wir erstmal noch nicht. Was wir jetzt aufstellen sollten, sind die Särge. Und ich überlege gerade, ob wir die einfach so auf die Erde legen oder ob wir da vielleicht so mit Bruchstein arbeiten, dass wir auf dem Bruchstein die Särge platzieren. Vielleicht fangen wir einfach hinten an der Wand an. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Ich würde jetzt gerne einfach mal so einen herstellen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde diese Holzsärge irgendwie noch am stimmungsvollsten. Es gibt ja auch Steinsärge. Wir können ja beides einfach mal herstellen. 6-mal grün, also insgesamt Lebenkosten 18. Bei dem Steinsarg haben wir ein bisschen mehr Lebenkosten. Sargstein 1, Sargstein 2. Also der ist offen, der andere ist geschlossen. Wir nehmen jetzt einfach mal einen offenen und einen geschlossenen. Ich möchte einfach mal wissen... Oh nee, jetzt haben wir schon das ganze Grün schon wieder aufgebraucht. Kann ja wohl gar nicht sein. Hä? 36, rot. Hä? Wir haben doch noch genug Grün gehabt. Wir haben doch noch 70 Grün. Was fehlt denn da jetzt? Was zum Geier fehlt denn da jetzt? Ist doch genug Farbe da. Fehlt uns jetzt Lehm oder was? Was fehlt uns hier denn jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Muss ja Lehm sein, der uns fehlt. 3 von 6000. Ah, okay. Das ist ja ärgerlich. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja ärgerlich. Dann müssen wir wohl noch etwas Lehm holen. Das kürzen wir ab. Das nehmen wir nicht auf.
In der nächsten Folge beginnen wir auf jeden Fall hier mit dem Ausbau der Gruft. Wir haben dann alles da, was wir brauchen und dann geht das hier richtig los. Mal sehen, wie das dann am Ende aussieht. Schönen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.